Alter, ist das dumm. Ich werde jetzt richtig dumm. Das ist so geil. Ich werde noch dümmer, als ich schon bin. Aber warte, bevor wir die Jungs-WG normal gucken, passt mal auf, Jungs-WG-Kacke. Es gibt nämlich eine neue YouTube-Kacke zur Jungs-WG, meine Freunde. Die ist nämlich gestern rausgekommen, Teil 4. Und das müssen wir uns natürlich als Jungs-WG-Ultras, meine Freunde, ziehen wir uns das natürlich ganz klar rein. Unsere 5 Jungs haben gestern ihre WG wegen Drachenlord verlassen. Oh nein, die Armen, die mussten wegen Drachenlord ausziehen. Haut ab! Die Dreckskinder sind begeistert von so viel Natur. Ach, die Sonne scheint. Oh, was für eine geile Aussicht, ey. Alter. Was ist jetzt los? Ich weiß jetzt nicht genau, was ich machen soll. Willi, nein. Nicht schlecht, oder? Das mach ich. Achtung. Willi. Willi. Das war aber eine Landung. Wie geil, ey. Ich glaub's Willi? Nicht. Willi? Ja, es ist für mich echt ein bisschen schwer, ohne das Festzähne zu putzen, da ich daran gewöhnt bin, immer mit das Festzähne zu putzen. Und ich putze auch ja mal mit Essenzähne. Das Festzähne putzen. Ja. Boah, ich habe mir noch nie das Gesicht mit. Boah, prickelt voll in der Nase, ey. Ich habe gerade voll Pizza zu holen. Da hinten ist doch so ein Bauer. Bauer? Kannst du doch schnorren gehen. Ja, okay, das stimmt. Da runtergehen. Sass! Ich glaube, wir sind hier richtig, oder? Guten Tag. Ich glaube, der hier ist ganz nett, auf jeden Fall mal fragen. Guten Tag. Wir wollten fragen. Ich glaube, bei Kollegen muss man recht vorsichtig sein. Weil wenn sie mal erst so in Fluchtposition geraten, dann achten sie gar nicht mehr, ob sie was überrennen oder nicht. Mhm. Leg mir im Arsch, geh raus hier! Schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss. Ich glaube, wir sind hier richtig, oder? Guten Tag. Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ich heiße Paolo. Guten Tag. Guten Tag. Tag. Guten Tag. Ich bin Michael. Guten Tag. Guten Tag. Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Wir wollten fragen, ob wir hier Pizza bekommen können. Ja, die können wir direkt vom Tank nehmen. Und die Pizza müsste aber vorher noch abgekocht werden, weil man die roh nicht verzehren darf. Ne? Ach so. Ne? Normal vom Gesetz her muss Pizza immer abgekocht werden. Ne? Ach so. Ja. Klar, können die können nicht nein. Können nicht nein, vom Gesetz her können die nicht. Ja, das ist ja verboten. Das sind doch Döner, ne? Also die kleinen Kälber sind doch Döner. Döner ist entweder Kalb oder ja. Dürfen wir so eine Kuh töten? Ja, können wir. Hallo? Entschuldigung. Guten Tag. Tag. Guten Tag. Kann ich da mitmachen? Ja, das ist ja vom Gesetz her offiziell erlaubt, ne? Ach so. Herr Klasse, ich bin dabei. Die Jungs machen sich auf den Rückweg zur WG. Doch wie sollen sie den Weg dorthin finden? Nein, doch nicht da runter. Da links, würde ich sagen. Wo links? Das ich bin Junge, danke für die 2 Gipfel Zaps, Kuss. Oh, ihr Baller, die Kurve zu krass. Hier komm ich um die Kurve, mach Platz. Digga, skirr, skirr, in meinem Audi. Skirr, skirr, in meinem Audi. Was war das? Lol, das war mega cringe. Ja, also irgendwie check ich gar nichts. Zurück in der Villa erwartet die Jungs das tägliche Chaos. Pfannen, Teller, Michael, einfach an. Es ist dreckig. Wenn der Kühlschrank mal wieder leer ist, heißt es selber einkaufen gehen. Warte mal, ihr müsst doch genau wissen, warte mal, ich sag jetzt mal jetzt, ihr müsst schon von Anfang an Bescheid wissen. Wir haben ein Budget von genau 1 Euro. Also ich denke schon, dass wir heute dieses Mal ein bisschen mehr auf den Preis achten, auf jeden Fall. Ich glaube, ich Wolf, habe das Digga, Gefühl, Dankeschön, wir müssen nochmal aufsatzen, weil da kommen wir damit 1 Euro nicht mehr hin. Dankeschön, Wolf. 67,7. Ja, wir sind über dem Preis. Das sind mehr als 1 Euro. Glaubst du? Das Butter, Käse, Eier, Butter, Eier. Mann, Alter, ist das dumm. Ich werde so richtig dumm. Das ist so geil. Ich werde noch dümmer, als ich schon bin. Firma nicht. Also, obwohl es viel ist, doch letztendlich hat es von der Kohle her gereicht. Also, da haben sie auch noch was übrig. 2 Euro oder so übrig. Zurück in der WG wartet auf die Jungs eine Überraschung. Haben die einfach den Einkaufswagen geklaut, oder? Einmal in der Woche bekommen sie nichts spendiert. Während des ganzen Monats unterstützen die 5 ein soziales Projekt. Als guter Tennisspieler gibt Marlon der Kickunterricht für Lieder. Hey Marlon, freut mich, dass du mir hilfst in den Ferien, weil sie sind eh ein bisschen wenig Leute. Klar, ja, hier sind 2 Jungs hier, die brauchen noch einen Coach. Hast du Lust? Nee. Ciao. Marlon, bitte.
Währenddessen geht Michael in der WG Batman. Jungs! Ja? Ich sammle Spenden. Ich habe nur 10 Euro. 10 Euro wird auf jeden Fall nicht reichen, also ich hole von denen was. So. Was macht der, warum? Alex! Ich habe auch, glaube ich, irgendwo noch Kohle. Ja? Hast du gefunden? Ja, hier. Michael will sich mit dem Geld einen Rolex kaufen. Oh, Junge. Also, ich kann schon lesen. Die Jungs starten ihren Ausflug, um die nähere Umgebung zu erkunden. Der Ausflug hat sich gelohnt, denn schließlich ist Aaron voll auf die Reste gefallen. Und? Oh, was für eine geile, ey. Alter. Ja, als Essig. Kippekausen. Jetzt Aioli mit Cornflakes. Alter, was eine geile. Ich glaub's nicht. Oh, dann würde ich sogar bezahlen, Mann. Hallo. Hallo. Na, alles klar? Kanntet ihr euch vorher gar nicht? Nee. Aber ihr versteht euch gut. Nee. Wir wollten fragen, ob wir hier Pizza bekommen können. Achtung, Achtung, Achtung! Wolf, danke schön für deinen Sub. Kuss, vielen, vielen Dank. Willi, Vorsicht, Mann! Was sagt denn die Frau jetzt? Ich fahre U-Bahn! Willi, es reicht jetzt mit dem Dreck. Entschuldigung. Die Jungs sind etwas sprachlos. Kein Wunder, denn fremde Mädchen an trauen sie sich sonst nicht so einfach. Doch sie geben sich einen Ruck und laden die Mädels sogar auf ein Glas Senf ein. Die sind schwer beeindruckt von Paolos Pickel. Also das ist jetzt, ja. Unser Zeit ist aber jetzt etwas unordentlich. Ein bisschen. Oh, als ob, Digga, das ist... Das war halt all das, was ich vom Boden aufgehoben habe, was auf unseren Betten lag, um zu saufen. Das Zimmer ist sehr unordentlich. Ja. Das Tanzverbot auf dem Bett liegt, finde ich sehr schlimm. Die Jungs müssen sich um das Essen kümmern. Michael will ein paar Müllsäcke kochen. Ein Gericht aus seiner Heimat, aber das wollen die anderen nicht. Alexei hat Lust auf Pfannkuchen. Die Rezeptvorlage dazu befindet sich praktischerweise an der Waschmaschine im Keller. Ich schütte jetzt einfach nochmal was rein. Alter, das sind keine Pfannkuchen. Was ist mit euch los? Einfach aus Versehen Pizza gemacht, man kennt's, Digga. Und wie schmeckt's? Live aus Berlin. Das Thema bei Anne W. Die Sexismusdebatte. Ja, Mädchen haben heutzutage eh voll den Vorteil auf dieser Welt. Ja, auf jeden Fall finde ich nur auch. Nur gerade weil die sagen immer, hey, Emanzipation, Gleichberechtigung. Ja, aber. Sie sitzt da so, bro. Und sagen, ey, wir sind unberechtigt. Gerade deswegen werden sie so. Ich finde, es geht mittlerweile schon fast in die andere Richtung. Guck mal, nimm mal ein Mädchen, das macht Ballett. Ein Junge, der spielt Fußball. Sind ja beides eigentlich eher Sportarten für die andere. Wer wird gemobbt? Der Junge. Ja. Ist auch so. Ist echt so. Die Mädchen sind weg. Alexei hat momentan andere Probleme. Eigentlich wollte er mit Lulu, ein Mädchen, das er bei Tinder kennengelernt hat, gemeinsam auf das Konzert im Altersheim. Hi, ich wollte fragen, ob ich kurz vorbeikommen kann. Ja, jetzt. Na, aber ich muss dir noch was sagen, das ist ganz wichtig. Der sieht irgendwie aus, als würde er stinken. Na, aber ich muss dir noch was sagen, das ist ganz wichtig. Du bist echt fett, Mann. Frittenpeter, ja? Danke schön. Tschüss. Okay. Okay. Was für ein Ende. Ich glaube, wir sind hier richtig. Ich, oder? Oh. Scheiße doch. Hey. Scheiße. Los, weg. Junge, Junge, Junge.